Das ist wahrscheinlich das luxuriöseste Wohnmobil auf 7,5 Tonnen Basis, was ich je gesehen habe. Und es ist made quasi im Saarland. Nicht ganz, aber wir werden es gleich mal erfahren, denn wir sind bei TST Fahrzeugbau in der Nähe von Saarbrücken. Es hat Saarbrücker Kennzeichen auch drauf. Und ja, es gehört dem Chef hier mehr oder weniger. Und er hat sich das mal ausstatten lassen, für hinten eine Harley reinzumachen. Denn die Firma TST baut nämlich Spezialfahrzeuge und ist hier vertreten mit einem Fahrzeug, bei dem mal gezeigt wurde, was geht. Also quasi ein Firmenfahrzeug mit Vollausstattung. Ich grüße dich herzlich, Uwe. Ja, schönen guten Tag. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier im Saarland, wir sind hier in der Nähe von Heusweiler, wo auch die GmbH angesiedelt ist. Die Fabrikationsstätte unseres Unternehmens ist in Ebersbach an der Vils. Dort werden seit 3 Generationen große Pferdetransporter gebaut, die auch sehr luxuriöse Wohnungen haben. Also ist es denn so, dass wir auch mal gesagt haben, wir gehen in den Wohnmobilsektor und bauen auch dort luxuriös mit Auszugtechnik und sehr, sehr, wie soll man sagen, Leichtbauweise, keine hydraulischen, elektrischen Auszüge, um mit einem Fahrzeug dieser Größe unter 7,5 Tonnen fahren zu können. Ja, sind hier auch dicht. Man sieht, da sind oben keine Markisen drauf. Das heißt, das ist Hightech. Das Dichtsystem ist aus USA und ist auch viel erprobt. Diese Markisen sind in der Regel ja, um ich sag mal Eis und Schnee abzuhalten, bevor man im Winter einfährt. Das kriegt man aber auch so hin. Das heißt, es wird oben abgestreift, so ist es. Ich Ja. meine, wenn jetzt mal grobes Laub und sowas drauf liegt, das ist dann zur Not mal wegzumachen, Leiter dran und weg. Aber Ja. das wäre jetzt nicht das große Problem. So, du hast zwei Slideouts gemacht, einen etwas kleineren, denn dass der hintere kleiner ist, ist jetzt nur deinem Grundriss zu verdanken. Ihr könnt machen, was ihr wollt, theoretisch, oder? Wir können das, was gesetzlich machbar ist, können wir tun. In dem Fall war halt das Maß der Dinge dieses Motorrad, was mit musste, weil viele Menschen wollen ja ein Motorrad mit im Urlaub dabei haben, ohne einen Hänger bedienen zu müssen. Und das gab eigentlich die Maßvorgaben für dieses Fahrzeug. Ja, sieht man sehr schön, also wie schön das gefertigt ist. Diese Technik ist erprobt, kommt aus Amerika, ist dicht, richtig? Ist dicht, ja. Ja, ist absolut dicht, weil immer gesagt wird, ach, die Amerikaner, da pfeift's durch. Wenn du mal kurz deinen Finger mal nimmst und mir mal zeigst, wie dicht das ist, da kann ich nicht durchgucken, nichts, oder? Nee, hier ist gar nichts möglich. Gut. Okay, das heißt, die Lippe, die ist auch auswechselbar. Die ist auswechselbar, die kann man im regelmäßigen Turnus alle paar Jahre auswechseln, wenn man das möchte. Das ist kein sehr hoher Aufwand. Man muss aber nicht. Man muss So. nicht. Bis jetzt wissen wir noch nicht, dass man es muss. So, hier vorne hast du Rahmenfenster, das sind richtige Fenster drin. Alles, was wir gleich sehen werden, ist phänomenal verarbeitet. Du hast, glaube ich, alles gemacht, was geht. Und wir werden mal keinen Preis verraten, aber es ist so günstig, dass ich erstmal mit den Ohren geschlackert habe, weil normalerweise bin ich von ganz anderen Preisen jetzt ausgegangen. Das Raumgefühl, wir gehen gleich mal rein, ist so unglaublich. Also es ist wirklich toll, oder? Ja, freut mich, wenn es gefällt. Es ging halt auch darum, dass man den Aufenthalt in einem Wohnmobil, wo man länger unterwegs ist, einfach mal ein bisschen luxuriös gestaltet, ein bisschen an das anpasst, an den Stil, den man selbst gerne hat. Also man sieht dann im Inneren, wo man die Bodenfarben wählen kann, ob man jetzt Messing als Fugen haben möchte, ob man ein bisschen Chesterfield-Stil, ob man Whisky-Freund ist. Wir können halt hier alles realisieren. Du bist ein Whisky-Freund, das weiß ich nämlich schon, Uwe. Du hast ja eine eigene Whisky-Bar einbauen lassen. Ich zeige es mal gerade von der Seite. Und wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal da vorstellst, deine Größe heute Morgen. Wie groß bist du? Ich bin 1,78 Meter groß. 1,78 Meter groß, dass wir mal einen Größenvergleich haben. Und ich muss schon weit zurückgehen mit meinem Weitwinkel, dass ich es kriege. Das Fahrzeug ist etwas über 8 Meter lang. Und drin ist auch ein Grundriss, da kann man es komplett sehen. Ja, ich bin ganz beeindruckt, wie du unter anderem die Markise da oben integriert hast. Das ist ja schon fast, ist ja sexy, oder? Ja, das Ziel war es halt, dass weder Fenster noch Markisen, dass wir ein komplett ebenes Fahrzeug bauen, dass man mal sieht, was bautechnisch machbar ist. Es ist im Innenraum natürlich ein bisschen anspruchsvoller, weil man natürlich diese Aussparung in jedem der Schränke wiederfindet. Deshalb werden auch die Innenräume immer auf Maß gebaut. Ja, schön ist auch. Das ist übrigens die Einstiegsstufe. Ihr habt alles entweder mit richtigen Schlössern gemacht. Also ich habe wahlweise ein richtiges Schloss. Ich habe aber auch hier unten Alarmtechnik mit drin und RFID. Ja, wir haben eine Chipöffnung überall. Wir haben ein kleines Sicherheitskonzept für die Schlafkabine. Das werden wir auch noch gleich sehen. Funktioniert alles.
Wir haben auch einen Schwenker an Bord, weil ohne Schwenker arbeiten die Saarländer natürlich nicht. Ja, aber nehmen wir kurz mal, also du bist ja aus dem Saarland. Was ist ein Schwenker? Ein Schwenker, das ist eines der wichtigsten Geräte des Saarländers, bei dem man ein Stück Fleisch über dem Feuer bewegt, immer wieder hin und her schaukelt, um es dann entsprechend saftig zu grillen. Schön gesagt. Ja, die Farbe ist frei wählbar. Es gibt den Iveco in der Farbe ab Werk, nehme ich an, in dem Blau. Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht, den habt ihr umlackiert. Ja, das ist ein Mercedes-Blau, was wir haben wollten. Auch wieder in Anlehnung an das Motorrad, weil es auch eine leichte Sonderlackierung in Blau hat. Deswegen haben wir es in dieser Farbe gemacht. Ja, die Iveco ist ein richtiges Nutzfahrzeug, muss man dazu sagen. Das bedeutet, du warst damit schon unterwegs, hast Touren gemacht, der fährt sich unvorstellbar gut. Er fährt sich wunderbar. Also es ist tatsächlich nicht sehr anstrengend. 3 Tage ins Baltikum, überhaupt kein Problem. So, du hast Staufächer auch noch mit drin. Ja. Was ist da drunter zum Beispiel? Hier in dem ist zum Beispiel der Grill eingelassen, in diesem Staufach. Zeig mal bitte. Ja. So, jetzt werden wir erstmal aufmachen. Augenblick. Genau, ich zeig's mal gerade. RFID-Technik dranhalten. Und die Tür öffnet automatisch. Gut, ihr kommt aus dem Pferdetransportergeschäft. Das, was ihr baut, muss funktionieren, oder? Ja, muss funktionieren. Wenn du mir kurz mal verrätst, was du gemacht hast. Du hast eine Zentralverriegelung betätigt? Ich habe die Verriegelung. Das ist die Verriegelung, die uns den Weg zum Schwenker und zum natürlich so, dazugehörigen Bierkühlschrank zeigt. Wenn du noch einmal zumachst, bitte. Mach mal bitte nochmal zu. Ich will das einmal kurz zeigen. Die Leute interessiert unglaublich, ist zu, gell? Ja. So, jetzt mach nochmal auf. So, klack. Da war ein Relais mit drin. So, jetzt ziehst du auf. Und da ist der Dometic drin links. Das ist einmal der Kühlschrank fürs Bier, den man zum Grillen natürlich auch immer braucht, neben dem Grill außen. Und hier kommt jetzt der Grill zum Vorschein. So, hier haben wir jetzt unseren Gasgrill und hier würde man jetzt den Schwenker einstecken und könnte dann den Schwenker wunderbar hier über dem Feuer bewegen. Ist ein offener Gasgrill. So, das hast du alles schon probiert. Das bedeutet, ja. Es funktioniert vollkommen einwandfrei. Das ist Profitechnik. Das ist Profitechnik, genau. Wenn sich die Saarländer nicht mit dem Schwenken auskennen, dann läuft was verkehrt. Genau, ich zeige das mal gerade. Also Kühlschrank ist direkt daneben, der Schwenker ist da. Das Gas kommt natürlich aus dem zentralen Gasanschluss. Genau, der im Heck ist. Der im Heck ist. Hast du hier einen Tank verbaut, einen Gastank? Nein. Okay. Das heißt, ihr habt 2 Gasflaschen? Wir haben 2 Gasflaschen drin, aber nur für den Grill. Alles andere machen wir elektrisch. Alles ist elektrisch, außer der Grill. Richtig. Und die Gasflaschen sind nur für den Grill? Nur für den Grill da, genau. Okay. Die haben wir nur für den Grill an Bord, weil im Fahrzeug wollte ich jetzt kein Gas direkt so drin haben. Nein. Wir haben große Solarzellen auf dem Dach, wir haben Speicherkapazitäten, wir brauchen kein Gas. Lithium? Vermutlich, ja. Vermutlich Lithium. So, das ist aber nicht so schlimm, du bist ja nur der Chef, du musst nicht alles wissen. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, darf ich mal die Feuerwehr hin zeigen, ganz kurz. Ja? Ja. Ist das okay? Denn ich zeige mal, was ihr normalerweise baut. Unter anderem professionelle Kühlanhänger, die jahrzehntelang halten sollen. Oder beziehungsweise hier, da hat man eine kleine Kneipe drin. Im Prinzip hat man hier einen Kühlanhänger, den man so, ich sag mal, für eine Party mieten kann. Und hat dann 2 Zapfanlagen, die Bierfässer stehen drin, man zapft drin an, man hat entsprechende Schubladen draußen noch. Genau, das hast du mal eben so gebaut, einen Einachser, der sich auch recht leicht bewegen lässt, der auch unglaublich rangierfähig ist. Dadurch, dass die Deichsel so lang ist, ist man nicht direkt hinten am Auto dran. Das ist richtig. Also der war jetzt auch letztes Wochenende in der Vermietung. Dieses Jahr passiert ja relativ wenig, aber die Getränkehändler nehmen sich den mit, laden den für den Kunden voll und der Kunde kann ihn dann aufgrund seines geringen Gewichts selbst fahren. So, ihr habt doch diese Feuerwehr gebaut? Ja. Genau. Einsatzleitfahrzeug für die Feuerwehr hier in Kutzhof. Leider ist ihr Feuerwehrhaus noch nicht fertig, also steht es noch so lange hier bei uns in der Halle. Die Feuerwehr hat einen Schlüssel und fährt dann von hier zum Einsatz raus. Natürlich mit der Klimaanlage, es wird ja immer heißer und ich sag mal, wenn die jetzt länger stehen, das soll ja auch ordentlich sein. Man kann aber auch damit heizen mit der Klimaanlage. Man kann auch mit der Klimaanlage heizen, jawohl. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, da unten habt ihr die Technik eingebaut. Also das ist sehr schön, mal wieder ein Iveco Daily. Ja, mal wieder. In der geschlossenen Kastenversion, in der größten Länge, wie er gebaut wird. Der Iveco ist einfach für uns ein Fahrzeug, mit dem wir viele Gewichte realisieren können, weil er einfach sehr, sehr leicht ist. So, wir gehen nochmal zurück zum Wohnmobil, also nur, dass man sieht. Ihr seid aus der professionellen Technik, baut für Feuerwehren, für Pferdefreunde. Das heißt, ihr habt selber eine Firma, ihr macht Messgeräte, die ihr vor Ort mit Spezialfahrzeugen überprüft. So ist es, genau.
Hier ist jetzt im Prinzip eine Halle, wo mehr oder weniger meine Privathobbys stehen. Jetzt haben wir in diesem Jahr wenig Einsätze, bis gar keine auf Messen gehabt. Deswegen war das Fahrzeug bisher diesem Jahr noch nicht im Einsatz auf Messen oder auf irgendwelchen Shows, wo es so normalerweise steht. Du hast eine Harley, so, und du bist Harley-Fahrer, bekennender Harley-Fahrer. Und ja, jetzt will ich mal sehen, wie du das gelöst hast mit der Tür. Auch das ist individuell möglich, aber du hast es cool gelöst. Da ist nämlich automatisch, wenn du das aufmachst, trocken. Da ist automatisch trocken, genau. Sag mal bitte. So, da brauchen wir auch nichts elektrisch. Die Gasdruckfeder ist so ausnivelliert. Da vorne hast du Licht drin, dass es schön hell ist. Ja. Da ist die Waschmaschine. Da ist die Waschmaschine. Die kenne ich schon. Ja, die möchte man auch benutzen. Nachdem man im Süden irgendwo mit dem Motorrad länger unterwegs war, möchte man die Kleidung auch waschen und nicht ins Fahrzeug legen. Ja, du hast hier eine riesen Hebeanlage drin. Ja. Das heißt hydraulisch, die hebt das 350 Kilo schwere Motorrad rein und trotzdem sind wir nicht über 7,5 Tonnen. Genau so ist es, ja. Ist ja unglaublich. Ist die in Betrieb, die Hebeanlage? Ich denke, die ist in Betrieb. Ja, mach mal bitte. Ich will mal einmal... Hebt das Fahrzeug eigentlich kurz an. Dann zieht man die raus. Ein schwerer Auszug, nehme ich an. Ja. Und setzt dann das ganze Motorrad einfach auf den Boden ab und fährt los. Und du kannst ebenerdig drauf fahren? Ja, ich kann ebenerdig drauf fahren, ja. Sowas gab es am Markt nicht, deswegen mussten wir Individualbau betreiben, aber es ist ganz spannend geworden. Also es ist nicht hydraulisch, es ist mit einer Spindel, oder? Es ist mit einer Spindel elektrisch, ja. Elektrisch, der Vorteil ist, es wird leichter? Es wird leichter, genau. Es dauert halt ein bisschen länger, aber ich sag mal, die Spindel macht automatisch eine Übersetzung, das heißt, ja. Die 350 Kilo macht er spielend. Die macht er spielend, also ja, das geht schon. So, wenn wir jetzt abgesetzt haben, dann nehmen wir unsere Auffahrrampe, hängen die auf der anderen Seite ein und fahren rein. Sag mal bitte, die Auffahrrampe? Ja. Die ist dort integriert. Ja, die wird dann auf der Seite eingehängt. Ja. Boah, wie geil. Und dann fährt man dazwischen, hat hier seine Verspannpunkte, verspannt ganz normal außerhalb des Fahrzeuges, schiebt rein, fertig. Oh, ich mag das Fahrzeug, das ist schön. Das heißt, ihr sagt, oder ich sag mal, der Kunde sagt, was er gerne hätte, ihr guckt, ob man es machen kann. Richtig, so werden die Fahrzeuge geplant. Wir sind mit ein paar in den Angebotsphasen drin, wo dann hier hinten statt einem Motorrad gibt es dann zum Beispiel einen klimatisierten Bereich, in dem Hunde mitfahren oder es wird einfach etwas höher gebaut, dass Fahrräder reinpassen. Das ist ganz individuell machbar. Wir haben hier halt eine Höhenvorgabe dadurch, dass hier sind wir am Schlafzimmerboden. Genau, und hier ist auch ein Slide-Out drin. Ich zeige das mal gerade. Der Slide-Out ist jetzt mal ausgefahren. Den kann man auch einfahren. Also wenn wir gleich reinkommen, man denkt und du selber denkst immer, man ist nicht in einem Wohnmobil, man ist in einem Apartment. Das ist richtig, ja. Das Raumgefühl ist für mich einfach so, als wäre ich in einem kleinen Apartment, weil man hat keine engen Gänge, man hat wirklich eine Breite, wo man sich auch zu zweit wunderbar bewegen kann. Das Coole ist, das Wohnmobil ist nicht so wie die weiße Ware. Ich sag mal, nichts gegen Concorde, Morello und Co. Mhm. Das hier ist was ganz anderes auf dem Campingplatz, oder? Es ist was ganz anderes, ja, ja. Man hat schon einige Besucher, wenn man irgendwo steht. So, aber nicht so negativ belegt, so da kommen die jetzt so, ich sag mal, schwer reichen, sondern das Fahrzeug ist gar nicht einzuordnen, oder? Nee, das macht eigentlich nicht so den Eindruck, als wäre es jetzt so ein Fahrzeug, was Showtechnik rausgeht oder sonstiges, weil es halt diesen Nutzwert hat und einfach gebaut wurde, um ein Motorrad mitzunehmen. Ist hier ein Allrad, Iveco? Nein, ist kein Allrad. Und, ich glaube, das wäre auch ein Gewichtsproblem, oder? Ein Gewichtsproblem und wir hätten viel Höhe noch verschenkt. Wir haben ja das Fahrzeug jetzt schon hinten. Der Bereich, den man hier sieht, der ist abgekröpft vom Rahmen her. Das heißt, wir haben hinter der Hinterachse das Fahrzeug noch mal tiefer gelegt. Tiefbett, ja. Ja, um entsprechende Höhe nachher zu haben, weil wir wollten ja auch noch Stehhöhe im Schlafzimmer haben. Boah, was ist hier schon. Oben drüber ist. Ich zeige mal gerade so eine Kleinigkeit. Das nenne ich ja mal einen Schalter. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst. Ja. Lichtheckklappe, ihr habt wirklich Haustechnik verbaut. Ja. Da vorne sieht man auch Victron Energy habt ihr verbaut. Ja. Da ist es mit drin. Das Ganze, also auch die Elektrotechnik ist wie in einem Apartment. Die Elektrotechnik ist wie in einem Apartment. Wir haben, glaube ich, 3000 Watt Wandler drin und haben innen eigentlich immer genug Strom zur Verfügung. Ja, ihr habt hier die Siebdruckplatten, die sind unkaputtbar. Also die, ich sag mal, irgendwie feucht oder so, das macht denen gar nichts. Das macht denen gar nichts. Ne? Die werden ja auch im Schiffsbau verwendet, also da haben wir keine
gar keine Probleme mit. Wir laden auch, also wir, wenn wir am Campingplatz stehen, wir laden auch vom Campingplatz aus nur nach. Das heißt, wir werfen keine Sicherungen raus, indem wir jetzt zu hohe Ströme ziehen. Wir laden nur unsere Batterien nach, wenn wir mal am Strom stehen. Das Schöne ist auch, man kann wahrscheinlich einstellen, wie hoch die Belastung sein soll. Wenn ich am Campingplatz bin, mit 3 Ampere geht's, mit 6 Ampere, das kann man einstellen. Ja. So ist es bei Victron, so kenne ich's, dass man also Netzausgleich hat. Das heißt, egal was du drinnen anwirfst, das spielt keine Rolle. Ja, man kann dann theoretisch sogar den Elektroherd und die Kaffeemaschine gleichzeitig benutzen. Das ist schön. Da sind die Gasflaschen, wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Da ist übrigens auch der Stromanschluss von draußen. Ihr habt mehrere Stromanschlüsse? Nee, das ist der Hauptanschluss. Ja. So, da sind auch kleine Gasflaschen drin, weil diese Propanflaschen sind, wie wir erfahren haben, nur für den Grill vorne. Die sind nur für den Grill vorne, genau. Sonst machen die nichts. Ja, cool. Also gasfrei quasi. Ja, gasfrei. So, das ist schön. Ja, hier vorne ist der Stromanschluss übrigens und hier ist die Durchreiche. Mach nochmal kurz zu, weil ich habe beide Hände voll. So, und hier sieht man sehr schön, das ist dann die Durchführung professionell. Ja, vorne auch solche kleinen, ich sag mal, Taster, die gedrückt werden, dass auch der Zustand festgestellt werden kann, professionell. Die entriegeln auch die Tür. Das sind die Schlösser. Das sind die Schlösser? Ja. Boah, warte, ich zeig's mal gerade komplett, weil die Leute, die wollen immer das mal komplett sehen, wie es denn aussieht. So sieht es denn aus, wenn es da steht und hier die Harley drauf wäre, zum Beispiel. Es kann aber auch jedes andere Motorrad sein. Es könnte auch ein Quad sein. Das heißt, man muss nur gucken, dass die 7,5 Tonnen. Achslasten ist ein Thema. Achslasten ist ein Thema, natürlich. Wir haben im hinteren Bereich auch ein luftgefedertes Achse drin. Ja. Also man kann hier natürlich auch ein Quad reinfahren, könnte das mit einer seitlichen Öffnung machen, wie auch immer man das möchte. Alles, was bautechnisch erlaubt ist, kann man bauen. So, jetzt sagen wir mal ein kleines Highlight, das ist die Treppe, die habt ihr komplett bündig eingelassen. Die ist sexy, allein das Rein- und Rausfahren könnte ich stundenlang machen. Das wird ihr auch aushalten, oder? Ich denke ja, wenn man Spaß dran hat. Das sieht man gleich auch aus dem Pferdebau, was ihr gemacht habt. Das hier hat mit dem Pferdebau nichts zu tun. Das hier ist Wohnmobilbau. Das ist Wohnmobilbau, allerdings kann man sich vorstellen, bei den Fahrzeugen im Pferdebereich, die 400.000-500.000 Euro kosten, 6 Pferde hinten drin haben. Die haben eine Wohnung drin, die sich verbreitert, die haben eine Wohnung für den Pfleger mit drin in der Mitteletage. Also da wird ähnlich luxuriös gebaut. Boah, das ist richtig schön, das Fahrzeug. Wir werden mal reingehen. Ja, der Boden ist echt. Der Boden ist echt Plastik mit Fugen drin. Ja, das mit, sieht aber cool aus, oder? Fugen, ja. So, da sind Messingfugen drin, die hast du eingelassen, die sind echt, die Messingfugen. Die Messingfugen sind echt, ja. Und der Boden sieht aber so aus, als wäre er echt. Der Boden sieht so aus, ja. Das ist so ein bisschen an die Hobbys angelehnt, die man so hat. Also bei mir ist es ein bisschen das mit dem Brot und mit Chesterfield, wenn man so den Stil, den man haben möchte, kann man sich halt hier im Fahrzeug komplett realisieren. Ja, ich zeige mal die Aufbautür, das ist hier kein Spielzeug. Also durch die Tür kommt man zunächst erstmal ganz schwer rein, aber es kommt noch besser. Du hast einen zweiten Sicherheitsbereich eingebaut, im Wohnmobil nochmal drin. Das bedeutet, wenn ich hier drin bin, dann bin ich noch nicht im Schlafzimmer. Noch lange nicht. Im Schlafzimmer ist eine Stahlrahmentür drin, die auch mit dem innenliegenden Scharnier wirklich sehr, sehr schwer zu öffnen ist. Okay, das heißt, wenn ich also durch das Fahrerhaus einbrechen würde, was jetzt mal einer vielleicht könnte, weil er es irgendwie kann, warum auch immer, dann bin ich zwar im Wohnbereich drin, aber nicht im Schlafzimmer. Noch lange nicht im Schlafzimmer, nee. Dann ist nur der Whisky-Schrank in Gefahr, wenn jemand dort vorne reinkommt. Die Person nicht. Das hast du dir auch so gedacht. Das heißt, also hier vorne könnte auch jemand drin sein. Du kannst ja das auch offen lassen zum Beispiel. Da können Leute drin sein und alles, was du hinten verschließt, ist wie im Safe hinten drin. Das ist gut verschlossen, ja. So, ich gehe mal rein. Die Fliegentür, mach mal zu. Die ist aus dem ganzen Guss, habe ich das Gefühl. Fliegentür ist... Oh, wie die rollt. Noch mal zumachen. Das Geräusch ist schon... Da schleift nichts. Ja, hier haben wir dann direkt am Eingang den Schuhschrank integriert, weil der ist ja auch wichtig. Warte, ich zeig das mal. Der ist auch schräg, der Schuhschrank. Das heißt, hier kannst du richtig viele Schuhe reinmachen. Das ist die Feuerwehrtechnik. Hat wahrscheinlich auch in dem Feuerwehrfahrzeug verbaut, sowas? Ja, sowas ist in den Feuerwehrfahrzeugen gang und gäbe, was man mit diesen Rollschüben in einer guten Qualität arbeitet. Ist das Alu oder was ist das? Das ist Alu, ja. Das ist Alu, echtes Alu? Das ist Aluminium, ja. Boah, wie schön. Ich zeig mal gerade die Schlösser. Hier oben habe ich noch eine Verriegelung mit drin.
Dann habe ich richtige Gasdruckfedern mit drin, dass nichts passieren kann. Hier ist ein Bewegungsmelder mit drin, eine Kamera, das werden wir gleich mal sehen. Du kannst von innen vom Schlafzimmer sehen, wer vor der Tür ist. Das ist richtig, ja. Das will man ja auch, wenn irgendwas vor der Tür los wäre, will man ja, ohne dass man sich in Gefahr begibt, mal sehen, was draußen los ist. Setz dich mal hinten in die Sitzgruppe, bitte. Ja. Denn ich zeige mal gerade das Raumgefühl, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Das ist, der Slide-Out macht alles. Wenn du mal so lieb bist, alles mal ein Licht gerade mal anmachst, was du irgendwie hast. Da oben drüber ist noch Licht. Da ist nämlich ein Schalter drin. So, und dann wird es nämlich mal schön hell. Ihr habt indirekte Beleuchtung eingebaut. Das Ganze ist vom Möbelbau her vollkommen, ich sag mal, clean, die Optik, zeitlos. Man kann hier machen, was man will. Du bist jetzt ein Whisky-Freund, hast zwei Klimaanlagen eingebaut, vorne und hinten, weil der hintere Bereich ja komplett entkoppelt ist. Es würde vielleicht auch mit einer gehen, aber zwei tun sich viel leichter. Ja, es wird mit einer natürlich gehen, aber wenn man dann sicher schlafen will, möchte man auch nicht unbedingt sehr warm haben. Deshalb wird noch eine zweite integriert. So, du hast vom Sattler das richtig bauen lassen hier. Es ist alles auf Maß gebaut. Das ist ein Möbelschreiner und das hier ist vom Sattler auf Maß gebaut. So, die Lieferzeit circa ein Jahr? Circa ein Jahr brauchen wir von der Planung, bis dann im Endeffekt alles realisiert ist. So, das ist ja das, was viele möchten. 7,5 Tonnen, zwei Slide-Outs. Eine professionelle Technik, die mit drin ist, von jemand, der das nicht erst seit zwei Minuten macht. Die Fenster, das sind richtige Haushaltsfenster. Das sind von KNS, diese richtigen, stabilen Fenster mit Aluminiumrahmen, mit ordentlichen Verschlüssen, alles. Sowas hat man zu Hause auch. So, das ist jetzt die Funktion Lüften. Genau, das ist die Lüftfunktion. Wir können natürlich auch komplett dunkel machen. Wir können natürlich auch Fliegengitter machen. kcthartglasfenster.de, das ist einer der besten Hersteller überhaupt. Ist es, ja. Seitlich die Fenster haben wir jetzt selbst eingelassen, aber das ist das Nonplusultra, was man im Fahrzeug verbauen kann. Sehr, sehr schwer, auch sehr massiv, deshalb auch die Stabilität. Ja, und hier kommst du nicht rein. Hier kommt man durch die Fenster nicht rein, nein. So, man kann es ja durch die Klimaanlage probieren, aber der ist sehr eng. Ich glaube, das will man nicht. Ja. Jetzt kommt noch ein weiteres Highlight. Ich stelle mich mal kurz hier vorne rein. Hier könnte man ein Hubbett verbauen, beziehungsweise ein Querbett verbauen hier oben drin, wenn da noch eine Person ist. Einfach nur planen. Man muss es mitplanen. Man muss es nur mitplanen. Man kann den Alkoven natürlich ein bisschen größer machen. Wir haben den jetzt vorne praktisch mit Fahrzeugbeginn aufhören lassen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, noch 1,20 Meter Bett einzubauen. Ja, hier ist ein Whisky-Schrank. Jawohl. Sag mal. Der ist, da ist halt oben für die Gläser entsprechende Halterungen gebaut, unten für die normalen Single-Malt-Flaschen Halterungen gebaut, eine kleine Beleuchtung drin. Wie man das so hat zu Hause. Ja, man will es ja im Urlaub nicht unbedingt viel schlechter haben als zu Hause. So, und da ist passend auch hier, wo man die draufstellt, genau, die Whisky-Gläser. Die Mat dafür, ja. So, der ist auch höhenverstellbar, der Tisch. Das heißt, hier könnte ich die Sitzgruppe wahrscheinlich umbauen zum Bett. Genau, wir haben da oben liegt das fehlende Kissenteil. Hier zeig mal bitte. Hier kann man natürlich dann auch entsprechend mit diesem Kissen und den Tisch runterfahren, kann man entsprechend hier noch eine Liegefläche schaffen. Das Runterfahren, ist das elektrisch? Oder? Nee. Das ist von Hand, das wird entriegelt und runtergedrückt und wieder verriegelt. Toll, also ganz einfach. Ja. So, und Staufächer? Alle Staufächer sind natürlich, wo wir Räume haben, werden natürlich genutzt. Die riesig sind? Ja, die sind riesig. Das ist richtiger Möbelbau, was ihr habt. Das ist alles richtiger Möbelbau, genau. Wir haben dort einen sehr guten Möbelschreiner. Hier ist dann in der Regel im oberen Bereich die Essig und Öle, die man zum Kochen braucht. Im unteren steht so der Wein, den man auch zum Kochen braucht. So, hier ist ein Fernseher drin. Das ist richtig cool. Hier ist ein Fernseher drin. Genau. Den kann man auch entriegeln und schwenken? Den kann man entriegeln und schwenken. Und der Sound kommt dann über ein entsprechendes System, dass man auch mal ein bisschen lauter hören kann. Das Bose-System ist, glaube ich, das Beste, was es gibt für den Bereich. In der Größe, ja. Also man muss ja auch wieder damit rechnen, dass man wenig Gewicht und wenig Platz. Deswegen musste man ein kleines Gehäuse noch bauen, dass der Bose so schön zur Wirkung kommt. Ja, du hast die schöne Dometic genommen mit dem Fenster, dass man auch ein bisschen Licht hat. Die gibt es nämlich auch. Ja. Das muss man einfach nur vorher planen. Und das macht schon viel aus, oder? Das Fensterchen. Das Fensterchen macht schon viel aus. Wir haben hier große Fensterflächen, aber Licht von oben ist einfach auch immer schön. Es ist ja kein Unterschied, ob man eine geschlossene oder gleich so eine wählt. Man hat ja keine Nachteile durch. So, hier vorne habe ich denn das Cockpit. Dometic, da hast du die Rückfahrkamera mit drin. Wenn du mal so lieb bist, den Fernseher nochmal hochfährst. Dann haben wir mal ein bisschen zum Zeigen. Die Einstiegshöhe ist natürlich richtig toll. Ich stoße mir nirgendwo den Kopf. Ich habe eine unglaublich große Stehhöhe. Ich zeige dich mal gerade. Ich gehe mal gerade einen Schrittchen zurück. Du bist 1,78 Meter.
Und da ist locker noch ein gefühlter, ja, ein Meter hätte ich fast gesagt, aber so ein Dreiviertelmeter ist über dir noch, oder? Ja, wir sind so bei 2,20 hier im Raum. Das ist kräftig, oder? Ja, das ist angenehm halt. Das gibt dieses angenehme Raumgefühl in dem Ganzen. Ja, das sehen wir nämlich gleich. Wir gehen nämlich ins Schlafzimmer gleich rein und ich bin 1,83 und kann im Schlafzimmer stehen, obwohl es eine Treppe hochgeht. Obwohl es eine Treppe hochgeht und unten drunter die Halle noch drin ist, ja. Und trotzdem sind wir unter 3,70 noch geblieben in der Gesamthöhe. Und unter 7,49 Tonnen. Unter 7,5 Tonnen, genau. Ja, so ist es. Kompressorkühlschrank, Dometic? Ja, Kompressorkühlschrank. Dann will man ja auch nicht unbedingt spülen im Urlaub. Eine kleine Spülmaschine, die uns gar nicht so teuer ist, aber man muss sie gleich mitplanen. Man muss sie gleich mitplanen, dass man die Wasseranschlüsse und alles entsprechend hat, ja. Eine richtige Spüle mit drin. Ich zeig mal die Küche. Denn die Küche ist eine normale Haushaltsküche. Die hat der Schreiner gleich mal mitgeplant. Das ist ein richtiger Küchenblock mit richtigen Schränken, mit einer richtigen Abluft. Das ist hier kein Möbelbau aus dem Wohnmobilbereich. Das könnte auch in einer normalen Küche zu Hause stehen, genau. Riesenfenster, da wo es auch hingehört. Wenn du das mal kurz aufmachst. Ja. Das kann man auch offen lassen, wenn es regnet, denn... Ja, sicher. Das hält den Regen nämlich ab. Das hält den Regen ab, genau. Das ist hier unten drin. Ja. Jetzt kann ich spülen, ein richtiger Wasserhahn. Und da ich Hobbykoch bin, braucht man natürlich immer Arbeitsflächen. Du kochst gerne? Ich koche sehr gerne, ja. Was denn zum Beispiel? Also ich mache eigentlich von Fisch über Fleisch fast alles, was so irgendwie ist. Besuche auch zweimal im Jahr Kochkurse. Okay, cool. Ja, vorne sieht man, das ist ein Ceran. Ein Ceran-Kochfeld, genau. Okay. Aber nicht mit Gas? Nicht mit Gas, nein. Induktion? Bitte nicht mit Gas dran. Induktion auch nicht, da haben wir natürlich ein stromtechnisches Problem. Induktion zieht extrem viel. Und der? Was ist das für eine Technik? Das ist ein normales Ceran-Kochfeld, das wird so 600, 700 Watt ziehen. Okay, verstanden. Hier vorne hast du ganz viele Ausschübe, wenn du mir die mal kurz zeigst. Ja, das ist halt... Fernbedienungen? Fernbedienungen, hier ist halt jetzt im Prinzip... Im Moment ist er nicht im Urlaubsmodus? Im Moment nicht, nee, aber man sieht, was man so alles unterbringen kann. Der steht halt im letzten mehr auf Messen in der Regel, als er für den Urlaub genutzt wird. Aber es ist eigentlich alles da. Rechts? Was da noch? Rechts haben wir hier noch ein kleines Schublade und haben dann entsprechend den Mülleimer eingelassen. Ja. Richtiger Mülleimer. Ja, auch mit Mülltrennung. Und da wir hier noch Platz haben, haben wir auch noch ein Fach eingelassen. Schön. Kannst du mir noch mal einen Gefallen machen? Ja. Mach noch mal gerade mal hier das Rollo hoch. Das ist so sexy, wenn du das hoch machst. Oh, und oben ist auch eins drin, gell? Oben ist auch eins drin, was man damit entsprechend schließen kann. Genau, wenn du mal so lieb bist, mach noch mal auf. Jetzt ist es so. Nee. So, hier vorne habe ich das Victron Energy, das große Color-Display. Wenn du es mal kurz einmal antippst, dann müsste es eigentlich angehen. Da ist es. Und da kann ich nämlich genau alles sehen. Wie ist meine Kapazität? Was kommt aus dem Stromnetz rein? Also das ist das Beste, was es gibt. Die Fernbedienungen sind mit drin. Hier hast du Solar oben drauf, die Kontrolle, die mit dabei ist. Und ja, ich bin ganz, ganz begeistert. Der Boiler, Warmwasser? Warmwasserboiler, genau. Dann haben wir hier in Christop, selbstausrichtende Antenne. Ja. In der Branche sind wir auch tätig. Die Firma Christop gehört uns zu 50%. Da haben wir einen sehr, sehr guten Partner gefunden für selbstausrichtende Antennen, auch mit Internet. So, indirekte Beleuchtung oben hast du eingelassen. Die ist wirklich toll. Das Coole ist, ich bin total begeistert. Man muss sich erstmal an das Raumgefühl gewöhnen, was ganz anderes. Hier vorne ist der Grundriss. Darf ich ihn zeigen? Ja, sicher. So, da sieht man auch die Maße. Das heißt, wir haben eine Gesamtlänge von 8,66 Meter. Und hinten das Schlafzimmer ist 2,60 Meter breit und die Gesamtlänge, jetzt gucke ich mal gerade, die Breite mit dem Slide-Out, wie liegen wir da? Die Breite der Slide-Out geht so etwa 1 Meter raus, da dürfte man so bei 3,50 Meter, ja, nicht, nee, 3,30 Meter, wir haben ja keine so hohe Außenbreite gewählt. Okay. Ja, das zeigen wir mal gerade. Das heißt, ich hätte jetzt in der Ausführung, du hast mir hier erzählt, beim nächsten würdest du... Also das ist schon mal sehr praktisch, hier kann man also Sachen drauf machen und so weiter, ablegen, vorbereiten. Also dafür ist es ja da, wenn du jetzt zum Beispiel kommst rein, die ganzen Klamotten, das muss man irgendwo hinlegen. Ja, also hier ist in den Schränken, die sind im Moment kaum genutzt. Sag mal gerade, die Tiefe ist ja krass. Ja, hier haben wir noch jede Menge Stauraum. Wir haben hier in der Küche wahrscheinlich mehr Stauraum, als manch jemand zu Hause hat. Mhm. Hier ist normal der Platz für die Kaffeemaschine, die auch da unten drin jetzt in kleinen Halterungen steht. Eine richtige? Ja, sicher eine richtige.
Eine Gastro-Kaffeemaschine hast du drin? Ja. Ist er leise eigentlich während der Fahrt, das Fahrzeug? Das Fahrzeug ist sehr leise, ja. Das ist, Klappern, irgendwas klappert? Sollte nicht, nein. Nee. Wenn, wenn man was nicht richtig verstaut hat, klappert es schon mal, aber das Fahrzeug selbst nicht. Selbst gar nicht? Nee, gar nicht. Gut. Das heißt, das ist wie ein Feuerwehrfahrzeug? Ja, Feuerwehrfahrzeuge müssen 30 Jahre halten. Der hier hält hoffentlich auch nahezu so lange. So, Slideout, fahr mal rein bitte. Denn du hast was ganz Besonderes gemacht. Ihr habt 4 Synchronmotoren hier eingebaut, die diesen Slideout reinfahren. Das geht von außen? Das geht von außen. Es geht auch von innen, aber man sollte eigentlich außen stehen, dass man auch sieht, was draußen passiert. Gut, wir gehen mal, ich komme mal mit dir mit. Dann zeigen wir das mal gerade, wie die Steuerung ist. So, als ich eben zu dir kam, ja, da hatten wir nicht vor, das Fahrzeug zu filmen. Du hast mir erzählt, ich habe da noch was in der Halle stehen. Ja. So, eigentlich ging es ja um diese Spezialfahrzeuge. So, das ist die Steuerung. Ja, das ist die Steuerung. Hier haben wir die HPC-Steuerung, wo wir die Stützen mit automatisch nivellieren. Hubstützen automatisch. Genau, ja, ja. HPC ist ein guter, gell? HPC ist ein guter, ja. Die sind Preis-Leistung gut. Dann haben wir hier, starten wir jetzt einfach das Einfahren. Dass du mal ganz reinfährst. Das dauert ein bisschen, aber die 4 Synchronmotoren, die machen den Job ganz zuverlässig. Die machen den Job sehr zuverlässig. Wir haben halt einen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber hydraulischen. Ach, wie schlimm. Hydraulischen, aber wie gesagt, so für den Urlaub ab und zu mal rauszufahren, ist das eigentlich. Man hat ja Zeit im Urlaub. Ja, ich bin ja nicht auf der Flucht, oder? Ja. Ja. So, der Vorteil ist viel leichter. Es ist quasi unkaputtbar, oder? Unkaputtbar bin ich mal nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall mit dieser Technik möglich, 2 Ausschübe in der Gewichtsklasse zu bauen. Genau, ich kann die auch mittendrin anhalten, wo ich will, theoretisch. Jederzeit. Genau, okay. Wenn du mal komplett mal reinfährst, dann zeige ich nämlich gleich mal den Innenraum. Das Fahrzeug ist komplett nutzbar, auch beim eingezogenen Slideout. Zwischendurch mal einen Stopp, kein Problem. Zwischendurch Stopp ist kein Problem. Das ist auch hinten im Schlafzimmer so geregelt, dass im Prinzip die eine Tür des Schrankes immer aufgeht, auch wenn man nicht ausgefahren hat. Man kann also, man kommt an die wichtige Kleidung dran und kann trotzdem schlafen, auch wenn eingefahren ist. So, also das Einfahren dauert ca. 2 Minuten, ungefähr 2, 2,5. Schätze ich auch mal so, ja. Okay, so viel Zeit haben wir, das ist richtig cool. Hier sieht man die Lippen, das heißt, die Lippen gehen beim Einfahren rein und beim Rausfahren raus. Gehen die wieder raus, ja. Ja, ganz simpel, oder? Ja. Das ist wie Scheibenwischer. Selbes Prinzip, ja. So, die sind rund, deswegen ist er auch rund. Ja. Aus welchem Material ist denn der Aufbau? Der Aufbau ist aus Sandwichplatten mit innenliegender Isolierung. Das heißt, wir haben auch hier, sagen wir, keine Temperaturprobleme. Deswegen müssen wir kein weißes Fahrzeug bauen. Ach so. Okay, verstanden. Wir sind gut isoliert. Also. Okay, das heißt also, da ist außen, was ich da ist nichts, was sich irgendwie verzieht. Also Alu ist ja auch sehr kritisch. Wenn da außen was draufklebt und da keine Fugen lässt auf der Folie, dann kann es sein, dass sich das wälzt. Das kann sein, dass sich das wälzt. Das Problem haben wir hier nicht. Wir haben hier ja Plastik im Einsatz. Wir haben GFK-Außenwände und holzfrei. Holzfrei und sehr viel Erfahrung mit Klimatechnik. Da sind die Hubstützen, die sich automatisch nivellieren. Er fährt langsam rein. Das Ganze rausfahren, wenn wir uns gleich schenken. Aber bitte nicht ins Schlafzimmer reinfahren, das wollen wir noch zeigen. Das wollen wir noch zeigen, genau. Das ist unglaublich, was der Slideout ausmacht, oder? Und der kommt weit raus. Der kommt sehr weit raus, ja. Das war auch mit so, dass der Sinn der Sache, weil ein Ausschub, der im Endeffekt einen 50 cm bringt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so wirklich effektiv ist. Wenn man nur, sagen wir mal, 50, 70 Zentimeter ausfährt. So, er ist drin und total unauffällig. Das heißt, wenn ich es nicht direkt wüsste, kommst du erstmal mit einem kleinen Iveco Daily auf den Platz. Genau. So, und dann fängt der Spaß an. Und dann fängt der Spaß an. Dann fängt man an auszufahren und dann kommen die neugierigen Blicke. Wie ist die Reaktion? Die Reaktion ist sehr angenehm, weil es halt vom Fahrzeug her nicht so ist, dass es jetzt ein Fahrzeug ist, was so, ich sag mal, sehr protzig daherkommt oder was sehr überelegant daherkommt. Es kommt halt einfach so, es hat einen tollen Nutzen, es hat eine ganz edle Innenausstattung, es ist halt einfach so stilvoll. Was ganz anderes. Ja, es ist was ganz anderes. Das hat noch kaum jemand gesehen. Genau, es ist so, aber ein bisschen Understatement, oder? Das gehört natürlich dazu, ja, dass man ein sehr, sehr schönes Fahrzeug baut, was dann überraschend ist. Mir ist es immer lieber, man überrascht praktisch hinterher, als irgendein pompöser Auftritt und nachher kein, ist man enttäuscht. Also kein Blender? Hoffentlich nicht, nee. Sehr schön. Also bis jetzt muss ich sagen,
Definitiv kein Blender. Du hast vorne ein eigenes Abzeichen drauf gemacht. Was ist das? Das ist ein Transformer, weil das mir aus dieser Transformer-Serie, weil das hat mir zu diesem Fahrzeug relativ gut gefallen, das Thema. So, du bist so ein kleines Kind. Ja, so ist das halt. Ne? Die Männer werden im Alter nicht vernünftiger, nur die Spielzeuge werden teurer. Ja, cool ist, wie ihr das alles lackiert habt mit allem drum und dran. Das ist wirklich sehr sexy. Auch der Anbau, wie das Ganze gemacht ist, ist perfekt, oder? Gefällt's dir gut? Mir gefällt's sehr gut, ja, ja. Ja, man hat nicht so viel von euch bisher gehört. Das liegt aber auch daran, du kannst gar nicht so viele Kunden im Moment gebrauchen. Denn ich sag mal, es bringt euch jetzt nichts, wenn ihr jetzt auf einmal 60 Fahrzeuge verkauft. Dann werdet ihr wahrscheinlich im Moment ausgelastet bis zum Jahr 2064. Ja, das ist richtig. Also wir brauchen ja diese TST-Fahrzeugbau auch für unsere Temica, für unsere Hauptfirma, um mobile Labore herzustellen. Wir sind jetzt gerade bei Nummer 9. Wir bauen viele Messfahrzeuge für Deutsche Luft- und Raumfahrt, für Helmholtz-Institut, Blutanalyse, sodass wir eigentlich das Ziel haben, dass wir 4 von diesen Wohnmobilen pro Jahr bauen, exklusive schöne Fahrzeuge, die es nicht ein zweites Mal gibt. Und damit sind dann wir mit dem Thema Wohnmobil ausgelastet. Sehr schön. Also, wenn Sie das suchen, was Schönes suchen, was es nicht an jeder Ecke gibt, was einen Wow-Effekt hat, mach mal zu bitte. Da ist eine Schiebetür. Übrigens ultra hoch, das ist krass. Richtig schön, man kann sich vereinzeln, man kann auch abschließen von innen. Ja, das ist cool. Ja, wenn du mal reinkommst, das ist hier eine entsprechende Festtanktoilette. Das ist mit einem Häcksler drin, eine ganz normale Festtanktoilette, die man dann. Aus dem Bootsbau, ja. Die man dann auch entsprechend den Tank, wir haben also einen 100-Liter-Tank, den kann man auch entsprechend elektrisch entleeren. So, wichtig ist das Fensterchen, darf ja nicht fehlen, beim Duschen und so weiter kommt ja was, aber ich zeige mir die Dusche, da kann man zumachen, da ist eine extra Tür mit drauf mit elektronischer Verriegelung, die ich aber natürlich auch manuell aufschließen kann, sodass ich, also wenn ich an den Strand gehe, brauche ich nur einen Key mitzunehmen. Man braucht eigentlich nur diesen kleinen blauen Chip mitzunehmen und dann kommt man wieder ins Auto rein. So, und hier habe ich eine indirekte Beleuchtung oben drüber, sehr schick gemacht. Das Ganze heute, die Materialien, die man so natürlich am Markt kriegt, das ist schon alles richtig gut. Das kommt euch entgegen. Das heißt, ich brauche keinen Marmor. Man braucht keinen Marmor mehr heutzutage. Die Duschtasse lässt man natürlich in so einem Fall gießen auf Maß. Dass man natürlich. Ja. Die gibt diese Maße. Man will ja auch in einem Wohnmobil jetzt nicht irgendwas bauen, um dann jetzt so eine fertige Duschtasse, die nicht 100% passt, die lässt man halt gießen und dann ist das gut. Hans Grohe ist ja nicht der Schlechteste. Nee, ist nicht der Schlechteste. Ist auch ein Kalibrierkunde von uns. Da wissen wir, dass alles passt. So, was kalibriert ihr denn so üblicherweise? Wir kalibrieren von elektrischen über mechanische, über Temperatur, Feuchte. Eigentlich sind es tausende von verschiedenen Gegenständen, die wir dort kalibrieren. Was heißt denn das Kalibrieren? Das heißt, ihr habt entsprechende Messgeräte oder was, die ihr kalibriert? Oder was kalibriert ihr? Ja, also Kalibrieren ist ja immer Vergleichen. Wir sind von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt akkreditiert. Das heißt, wir haben Normalien, die rückführbar sind auf nationale Normale. Und damit vergleichen wir und kalibrieren damit auch die Kundengeräte. Wir sind also selbst überwacht. So, ich wollte ja eigentlich was verkaufen, als ich herkam, habe ich gesagt, komm, wir machen eine Kooperation. Ich glaube, wenn wir das Video abgedreht haben, brauchst du es nicht mehr. Er lacht da. Wird mich ja freuen. Also ich habe sehr viel Freude an dem Fahrzeug. Ich spaße viel Geld auch. Ja, und würde mich tatsächlich freuen, wenn wir noch so ein paar Autos bauen könnten. Mach dir keine Sorgen. Ist immer wieder ein Erlebnis, also wie so ein Auto entsteht, wenn der Kunde das auch mit begleiten kann. Also es ist echt ein Erlebnis, wie so ein Auto von einem Grundriss. Man hat natürlich auch ein bisschen Druck dabei, weil man muss wirklich alle Farben selbst aussuchen. Das ist fürchterlich. Wir bauen gerade ein neues Bad. Hier vorne sieht man, das ist der Slide-Out. So, der ist jetzt komplett eingefahren. Das heißt, ich kann ihn komplett benutzen. Ja. Ich kann also für die Fahrt zwischendurch. Ich habe noch richtig Durchgangsbreite. Ja. Also so wäre es jetzt quasi in einem anderen. Im normalen Wohnmobil wäre es halt. Im normalen Wohnmobil wäre jetzt hier die Küche. Ja. Und ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt aneinander vorbei wollten, müsste sich einer schon setzen. Ja, stimmt. Wobei die Rundsitzgruppe ist schon nicht schlecht. Es ist hier nicht von schlechten Eltern. So, wir zeigen das mal gerade hier vorne. Das ist dann der Rest, der noch da ist. Das kann man aber alles frei planen. Das bedeutet, auch hier komme ich überall noch ran. Den einen oder anderen Schrank kann ich vielleicht nicht direkt öffnen, aber ja, ach so, du kommst nicht mal ins Whisky. Ich glaube, das ist eine Vorschrift.
Das ist eine Vorschrift, dass man während der Fahrt nicht ans Whisky fachen. Ich glaube, das ist so, ja. Ja, aber man kann es noch sehen. Ist gemein, gell? Ja, ist gemein. So, dann mach mal bitte auf. Jetzt kommt nämlich das Schönste. Also die Waschgelegenheit haben wir gezeigt, Toilette haben wir gezeigt. Richtige Steckdosen sind mit drin. Die Qual der Wahl ist schon nicht einfach, muss man sagen. Aber jetzt wird es noch viel schlimmer. Du hast den gleichen Boden hier gemacht. Man hat zwei kleine Treppen, die mit drin sind. Hier habe ich riesige Schränke mit drin. Und hier ist das Slideout nämlich ausgefahren. Ich zeige es mal gerade. Hier oben hat man überall Flächenmöbel drin. Und jetzt sind wir stehend. Ich zeige es mal gerade hier, dass ich mich selbst mal filme. Bin 1,83 Meter, gar kein Problem. Mhm. Wenn ich jetzt noch viel größer bin, müsste ich mich ein bisschen ducken. Oder ihr baut ein anderes Fahrzeug. Oder wir bauen halt einfach die Garage unten. Je nachdem, was drinsteht, können wir tiefer bauen. Wir haben auch nach oben noch 25 cm Luft. Wir dürfen 4 Meter bauen. Okay. Macht aber Sinn mit 3,80 Meter, weil viele, ich sag mal, viele Einfahrten, weiß ich aus eigener Erfahrung, 4 Meter Höhe ist nicht so toll. Nee, 4 Meter Höhe gibt ein paar Probleme, aber wie gesagt, hier brauchen wir die ja nicht. So, jetzt haben wir hier ein Riesenbett. Das ist ein richtiges Bett? Das ist ein richtiges Bett. Da sind Matratzen drin, da ist ein Lattenrost drunter. Zeig mal bitte. So, du hast nämlich eben noch gesagt, soll ich das Bett beziehen? Da habe ich gesagt, nee, mach mal nicht, denn ich sag mal, wenn du das mal kurz hochhebst, da habe ich noch mal Stauraum. Da habe ich noch mal Stauraum, genau. Ups, ja, der ist festgemacht. Der ist festgemacht, aber da komme ich von der Seite dran, wie auch immer. Wie auch immer, ja. Ja, genau. Also da, dadurch, dass der rausfährt, haben wir ja da unten ein Problem. Ach stimmt, der fährt dann rein, okay. Ja, ja. Das heißt, also da könnte man dann noch... So, hier kann ich auch rausgucken an der Seite? Hier kann man an der Seite rausgucken, genau. Was ich auch geplant habe, ist natürlich, dass man die Betten trennen kann. Ich kann also das Bett wegschieben. Sag mal. Dass, wenn ich nicht mit der Frau wegfahre, sondern mit einem Freund eine Motorradtour mache. Dass ihr nicht zusammen jetzt entsprechend kuschelt. Dann kann ich das Bett einfach auf Seite schieben und man hat getrennte Betten. Trotzdem ein Einstieg, jeder hat seinen eigenen Einstieg. Genau, man kann in der Mitte noch durchgehen zum Einsteigen. Du Fuchs. Das ist gut, das habe ich jetzt schon öfter zu Leuten gesagt, die das haben. Da unten sieht man, du hast zwei komplett getrennte Klimaanlagen, aber nicht nur das, du hast zwei komplett getrennte Standheizungen drin. Richtig, wir haben eine Webasto-Standheizung hier für den hinteren Bereich und nutzen für den vorderen Bereich die Standheizung, die wir im Fahrzeug mitbestellt haben. Mhm. Da hat man einen Schrank, wenn du den mal kurz aufmachst. Ja, hier haben wir einen Schrank, genau. Der auch nochmal ums Eck rumgeht, das heißt, hier kann ich mehr als eine Unterhose reinmachen. Ja, so viel ist es auch gedacht. Da unten, wenn man dort unten die Platte noch hochhebt, das ist dann für die Dinge, die man schmuggeln möchte, nimmt man darin mit. Die Zigaretten oder die Whiskyflaschen, wenn du noch 3, 4 mehr hast. Ja, wenn du mal kurz das nochmal zurückschiebst, kannst du das nochmal sehen. Also Doppelbett, Vereinzelung. Dann habe ich Leselampen mit drin, ich habe USB mit drin. Also ich habe dann alles gedacht. Hier vorne habe ich Ablagen mit drin. Ja. Das heißt, hier könnte ich noch was hinstellen, wenn ich das möchte. Und jetzt kommt's, einen riesengroßen Kleiderschrank und einen raumhohen Spiegel, den haben wir schon gesehen. Den haben wir schon gesehen, genau, da ist auch ein bisschen, man sieht, eine Frau hat mitgeplant. Das heißt, wir haben hier einen Schrank, dieser ist auch im eingefahrenen Zustand, ist diese Tür noch zugänglich, weil wir sind immer oberhalb vom Bett, deswegen gibt es geteilte Türen. Und man kann hier auch seine Kleider richtig in voller Länge hinhängen. In voller Länge, das heißt bis tief runter. Ja. Ich krieg's aber noch raus, wenn es eingefahren ist. Zum Beispiel ein Mantel oder ein... Genau, den kann man hier hinhängen und kann ihn durch Öffnen dieser oberen Tür im eingefahrenen Zustand immer noch mal rausnehmen. Krass. Und du bist der Chef von der ganzen Firma? Ich habe die vor 5 Jahren übernommen, ja. Cool. Spezialbauten. Hier vorne sieht man, das ist der Eingang. Das sieht jetzt die Kamera über der Tür. Das heißt, hier sieht man, wer vor der Tür steht, wenn was wäre. So, da ist die Standheizung übrigens. Hier habe ich was ganz Besonderes. Ich habe hier eine Ablagefläche. Hier kann ich zum Beispiel ein Notebook aufladen, direkt mit 230 Volt auf beiden Seiten, was ganz wichtig ist. Mhm. Hier kann auch die Frau ja 200 oder hier kann ich eine Playstation hinstellen, denn hier habe ich nämlich noch einen richtigen Fernseher drin. Mhm. Zeig mal bitte. So, der fährt automatisch hoch. Ich zeige das mal gerade. Geh mal ein bisschen weiter weg. Jetzt liege ich auf dem Bett und kann komplett Netflix, Sky und so weiter. Hab natürlich einen Router mit drin, wenn man will. Boah, ist das schön. Das heißt, ich kann jetzt hier liegen. Wir sind unter 7,49 Tonnen, unter 7,5 Tonnen. Immer noch. Immer noch. Obwohl wir beide drin sind, ja. Obwohl wir beide drin sind. Das ist so, Zuladung circa zwischen 500 und 600 Kilo hast du noch? 400 eher. 400 eher, ja, inklusive die, Harley? Da ist die Harley aber drin. Ja. Da ist die schon drin, da mit 350 Kilo. Da ist die schon drin, ja. Wenn ich die weglasse, dann
Habe ich massig 7, 800 Kilo nochmal? Ja, hat man dann. Hat man dann, okay. Mhm. Auch hier kann man ja Sachen weglassen. Das heißt, du hast ihn ja jetzt voll gemacht, oder? Da ist jetzt so ziemlich alles drin, was man machen kann. Da ist auch sehr, sehr schwere Materialien verwendet. Also das hier ist jetzt kein Leichtbau mehr, wie man das so man kann das im Leichtbau machen. Das hier ist alles sehr schwere Technik. Einfach mal, um eine sehr hohe Qualitätsstandard zu zeigen. Das geht sicherlich auch viel leichter alles, sodass man, wenn man eine höhere Zuladung bräuchte, auch sicher eine höhere Zuladung realisieren könnte. Ja, ihr habt alles nochmal zusätzlich verklebt, damit nichts klappert. Also ja. Das ist alles nochmal, ich habe gerade eben, wenn du nochmal kurz aufmachst, da ist so ein kleines Detail, da ist Fugenmaterial drin, da klappert nichts, oder? Nee, da klappert gar nichts. Klappert gar nichts. Hier hinten sieht man es nämlich ganz gut. Da ist nämlich an der Seite nochmal Fugenmaterial mit drin, dass ihr komplett das verklebt habt. Softclose? Ja, hier oben nicht, ne. Ja, oben. Die Schubladen und so alles, Schränke in den Küchenbereich, ja, aber hier die nicht. Unten, was ist da drin? Hier hat man auch noch ganz normale Stauräume. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Handtücher verstauen oder sonstiges. Also ich sage, so viel Platz braucht man eigentlich für zwei Personen zum Campen gar nicht. So, und das ist, wenn du mal kurz nach vorne gehst, mal ganz durchs Fahrzeug, dann zeige ich mal gerade, wie ich brüllen kann gleich. Uwe? Ja? Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ich sehe dich sogar noch. Also das heißt auch, das Raumgefühl hier ist richtig groß, oder? Wenn du hier drin bist, man kann sich aus dem Weg gehen, oder? Ja, wenn jetzt du... Im schlimmsten Falle ja. Im schlimmsten Falle ja. Aber das heißt auch mal, wenn der eine mal früher ins Bett will, ist kein Problem, macht beide Türen zu, Ende Gelände. Ja, wir haben ja hier wirklich massive Wände. Wir haben ja ganz massive Türen. Also die Geräuschentwicklung, wenn man im Schlafzimmer ist, der im Schlafzimmer hört nicht, wenn man hier leise Fernsehen guckt. Außerdem kann man ja mit Kopfhörer gucken, das macht mein Sohn. Bluetooth kann man anschließen, zur muss Not, aber muss aber nicht sein. Ja, das muss nicht sein. Also wir haben ja hier, wie gesagt, zwei Türen. Also es ist ja das ganze Badezimmer noch dazwischen. Also man hat hier keine Lärmbelästigung im Schlafzimmer. Da oben, was da drin? Hier ist ganz normales Fach noch. Naja, so ganz normales Riesenstaufach noch mit drin. Die Leute wollen ja immer alles sehen. Ja. Kannst du den Kühlschrank mal aufmachen oder ist da was Schlimmes drin? Ich hoffe nicht. Man kann mal gucken, dass man mal sieht. Das ist Profitechnik von Dometic. Das bedeutet, ich habe also einen richtigen Kompressorkühlschrank. Man hört es auch jetzt gerade. So, und da ist natürlich mal wieder ein Rosé drin, ein kleiner. Und hier unten war, was ist das da in der Ecke? Was denn? Das? Da, ja, genau. Das sind Platzhalter. Das sind die werden normalerweise beklebt mit Temeca-Aufklebern und werden an die Kunden der mobilen Labore verschenkt. Also. Und die ist zur Bestechung. Die sind jetzt halt hier im Fahrzeug, falls es mal kalt wird. Ich nehme mal an, dass da ganz normales Wasser drin ist, oder? Natürlich. Was soll da sonst drin sein? Da ist ein sehr guter Mirabelle drin. Mirabelle. Sehr schön. Ja, ich bin fertig. Dann gehen wir nochmal raus, meine Abmoderation. Hier übrigens so ein kleines Detail, Dunstabzugshaube, sag mal. Dunstabzugshaube, ja. Wenn man gerne kocht, dann muss man auch mal eine Dunstabzugshaube haben, die auch dann hier das Licht gerade mitschaltet, wenn man hier arbeiten will. Läuft. Die geht auch raus. Die geht auch raus, ja. Ja, ja. Also die gibt ja viele mit Umluft. Nee, die Umluft, Entschuldigung. Das ist Umluft, okay. Filter. Drin. Ja, ein Kohlefilter drin. Okay. Ist effizient. Die Öffnungen im Fahrzeug doch, naja, gut, ich habe ja hier ein Fenster. Ja, also die ist auch nur drin, dass man sieht, dass es geht. Okay. Ich bräuchte die bei so einem Fenster nicht beim Kochen. Fettabsaugung. Man schmort ja hier drin nicht. Oder das machst du ja draußen am Grill. Das macht man draußen am Grill und man kocht ja nichts, was sehr lange schmoren muss und sehr viel Feuchtigkeit und Dampf produziert. Komm, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Denn viele Leute würde jetzt mal interessieren, wie komme ich an so ein Fahrzeug ran? Was kostet so ein Fahrzeug? Können wir ungefähr mal eine Preis-Range nennen? Also ich sag mal, wo geht's denn los? Ist da eine 3 davor? Nee, da ist keine 3 davor. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, mit aller Technik, liegt so bei 270.000. 270.000 Euro, ja. mit der Steuer oder plus Steuer? Inklusive Steuer, brutto. Inklusive Steuer. Ja, Bruttopreis, genau. Und wir können so ein Fahrzeug bauen mit bisschen weniger Equipment, sage ich mal, ab 200.000. Okay, das heißt mit Slide-Out? Mit Slide-Outs, ja, ja. Echt? Ja, ja, können wir. Die Garantie, das sind Standardbauteile drin. Das heißt, Fahrzeug mache ich ja eh bei Iveco. Genau, Fahrzeug eh bei Iveco und der Rest ja bei uns. Also die Hersteller, wir haben ja nur namhafte Hersteller von Elektrogeräten und von Ähnlichem. Also da muss man sich um die Garantie eigentlich weniger Sorgen machen. Ist denn da noch was verdient für euch bei dem Preis? Ja, ist es durchaus, ja. Du hast ein bisschen was eingerechnet.
Ein bisschen was haben wir eingerechnet. Das sind halt sehr, sehr viele Arbeitsstunden, weil wir auf Maß arbeiten. Von daher funktioniert das schon ganz gut. Okay, da oben ist die Markise. Ja. Das ist was für eine Markise ist da drin? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sieht aus, aber die ist auch blau lackiert, richtig cool. Die ist cool. Auch mit lackiert worden, genau, weil wir halt den äußeren Eindruck einfach mal zeigen wollten, dass es in einer Linie geht. Also man kann es überhaupt nicht einordnen. Hat das Fahrzeug einen Namen, irgendwie einen Produktnamen? Hat es noch nicht. Nee, wir haben es, es gibt eine, also meine Lebensgefährtin ist Lettin und da gibt es eine Sage über einen Umsis. Das ist so ein ganz kräftiges Ding. Du weißt, wo meine Tochter wohnt im Moment. Nein. Die ist verheiratet mit einem Letten. Ja. Und wohnt in der Nähe von Riga. Oh, toll. Ja. Das wird deine Frau freuen. Ein sehr schönes Land. Ja. Ja. Vielleicht treffen wir uns ja mal dort. Ja, das ist so. Der war also letztes Jahr in Riga. Hat der, also das heißt, deine Frau hat schon ein bisschen was ins Auge gefasst, wie er heißen könnte? Ja, hatte. Okay, verraten wir auch nicht. Nee, steht auf der Homepage, aber sie wird dann halt auf den Messen immer nach dieser Geschichte gefragt und die kann sie viel besser erzählen als ich. Also wenn da jetzt TST Fahrzeugbau draufsteht, man googelt einfach TST, kommen wir auf die Webseite. Man googelt TST Fahrzeugbau, kann sich auch das Fahrzeug nochmal mit ein paar Fotos und gemachtem Bett und gereinigt anschauen. Da geht es jetzt gar nicht drum, sondern ich sag mal, da ist jetzt alles das eingeflossen, was du dir gewünscht hast. Das heißt, ihr habt sogar einen Fritz Berger Shop, habt ihr, glaube ich, in einer der Outlets. Reimo Shop haben wir, genau. Reimo, ja, hab ich Fritz Berger gesagt? Ja, in Eversbach an der Vils haben wir Reimo auch einen Reimo Shop, genau. Okay. Wo man auch dann mal so kleinere Einbauten in Busse oder sowas vornehmen. Aber das da ist eigentlich sowas wirklich Schönes. Ich kann eigentlich jedem nur wünschen, einmal so ein Fahrzeug selbst zu planen und realisieren zu lassen. Es ist eine tolle Zeit. Ja, sehr schön. So ist es. Ja, hier steht er. Und hier, ja, hier ist er auf Iveco Daily Basis. Und da klappert nichts, hat er gesagt. Stark. Da ist übrigens noch so ein ganz kleines Detail, weil wir ja im Saarland sind. Komm, das zeige ich jetzt noch. Er hat einen Schwenker zum Einhängen natürlich da. Aus Edelstahl. Den kann man auf Wunsch auch mitbestellen. Den kann man auf Wunsch auch mitbestellen, genau. Und du bist Saarländer? Ich bin gebürtiger Saarländer, jawohl. Aus welchem Ort kommst du? Lebach. Aus Lebach. Jawohl. Kaiser Louis, richtig. So, da ist der Schwenker. Holzkohle drunter. Nee, Gas. Nee, wir haben offenes Gasfeuer. Offenes Gasfeuer. Deswegen haben wir die ganze Gasinstallation gemacht. Ah, damit du auch richtig schön lange grillen kannst. Genau. Hier kommt jetzt Fleisch drauf und schon geht's los. Und das funktioniert? Das funktioniert herrlich. So, damit will ich es dann beenden. Heute am, ich gucke mal auf die Uhr, ich glaube heute ist der, warte, guck mal. Der 7.10.2020, mitten im Saarland. Er hat es mir nicht verraten, er hat gemeint, ja, wir bauen so Spezialfahrzeuge, die kalibrieren das wahrscheinlich schönste Wohnmobil unter 7,5 Tonnen, was ich je gesehen habe mit zwei Slideouts, made in Germany. 100% made in Germany. Bis aufs Fahrzeug, das habt ihr natürlich zugeliefert bekommen von Iveco. Ja, das haben wir zugeliefert bekommen, genau. Aber freut mich, wenn es dir gefällt. Ja, es gefällt mir sehr gut. Danke. Tschüss.